Ja, hallo meine Freunde. Willkommen bei Sean Speak with Friends. Oder heute ist es eher Sean spricht mit Freunden, weil es heute Deutsch ist. Und ich freue mich, mit dir, Christoph, zu reden heute. Ja, danke, dass du da bist. Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Ja, also dein Name ist Christoph Fink und du bist ein Radical Honesty Trainer und du bist Therapeut oder Somatic Healing Therapeut oder so irgendwie. Magst du was über dich sagen? So, damit ich nicht da irgendwie einen Schmarrn von mir gebe. Ich bin Gestalttherapeut und mache auch körperorientierte Traumatherapie. Aber in erster Linie gebe ich Kurse über radikale Ehrlichkeit. Das seit 2014, was mich wirklich interessiert. Und alles andere dient dann eigentlich dazu, Workshops über Ehrlichkeit zu geben. Ja, ich freue mich, mit dir da zu sein. Ich bin so, oh, ja, okay, wir können einfach so da sitzen und uns anschauen. Ich sehe dein Lächeln und denke mir, oh, ich fühle mich wohlig. Ja, ich sehe die Türklinke an deiner Tür. Wenn mir vor, wie gleich jemand reinkommt, dann, oh, sorry, ups, sagt, Genau. wieder geht. Ja. Ach ja, ich bin nicht so ganz hundertprozentig happy mit meinem Hintergrund und so. Und das ist dieses übliche Perfektionismus. Wie muss ein Video sein? Wie sollte ein Video sein und so? Und ich, oh man, was für ein Schmarrn. Was für ein Schmarrn. Ja. Ah, Perfektionismus. Da fällt mir einfach ein, das letzte Mal, ich wollte ein richtig gutes Video aufnehmen. Ich glaube, ich hätte das in einem Tag machen können. Und ich habe es geschafft, 2 Wochen zu brauchen. Und auf meiner Reise zum Resultat habe ich mir neue Hemden gekauft und 2 Kameras, ein neues Objektiv. Zwei Kameras for real. Ich hab Buchhalter bestellt, damit die Bücher ordentlicher aussehen. Ich war beim Friseur. Genau. Ich habe den Text viele Stunden im Nachhinein völlig unnötig poliert. Ja, ich habe einen Flipchart gehabt und ich habe mir alles mit Bleistift vorgemalt, damit ich ordentlich schreibe und keine Rechtschreibfehler mache. Aber, ja. Ja, meine Erfahrung ist irgendwie, wenn ich über Perfektionismus nachdenke, mir geht es bei der Musik sehr stark so, gell? Ich mache viel Musik und dann meine Erfahrung oder mein Problem, sagen wir mal so, oder was ich mittlerweile erkannt habe, ist, wenn ich viel Zeit reinstecke, dann wird es nicht wahrscheinlicher, dass ich es nachher rausbringe. Also, da ist anfangs der Gedanke, ja, wenn das gut genug ist, dann ist das safe, gell? Dann wird niemand was dagegen sagen können. Aber, und in Wirklichkeit habe ich das Gefühl, das hört nicht auf. Also, es ist immer so, wenn ich mal einen gewissen Anspruch mir stelle, dann wird der Anspruch wieder größer und dann wird er, und die Hemmschwelle ist immer irgendwie, bleibt immer so einen Meter vor mir. Es ist immer so noch, ah, gell? Und im Gegenteil, wenn ich dann einen gewissen Perfektionismusanspruch erfüllt sehe, dann, und das dann rausbringe, nicht nur in der Musik, auch in anderen Sachen, danach bin ich umso frustrierter, wenn nicht die Response kommt, die ich mir davon gewünscht hätte. Hingegen, wenn ich es easy halt und so mache und in kleineren Rahmen, dann ist das alles nicht so, ja, wo nicht so viel Energie reingeflossen ist, ist nicht so wichtig nachher. Das war dann einfach eine schöne Sache. Und weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich habe so einen Gedanken von Angemessenheit des Produktes mit der Ja. Menge der Leute, die es sehen oder irgend so ein. Vollkommen. Ah.
Ich hab Lust zu sagen, Perfektionismus ist einfach eine Traumafolgestörung. Also jedem, der so ein bisschen stolz ist auf seinen Perfektionismus, auf seinen hohen Anspruch, es ist einfach die wirklich so zwanghafte Vermeidung von Schamgefühlen, ausgelöst durch Kritik. Oder für Leute, die hochbegabt und verdammt fähig sind, die nicht mal Kritik, sondern einfach nur dieses, oh, schön, in dir ein Wow brauchen. Okay. Also ich glaube, für die meisten Leute, die perfektionistisch sind, ist so ein Mittelmaß, ist schon die Hölle. Ich darf nicht mittelmäßig sein. Also ich muss beeindruckend sein. Also ich rede ziemlich von mir. Ich werde das alles. Genau, ich denke gerade. Wenn Christoph endlich sein Video macht, dann muss es beeindruckend sein. Dann sollten mir so Buchverträge angeboten werden und eine eigene Fernsehsendung und Bestseller beim ersten Buch. Ja, und ich stelle mir vor, das ist never ending story, oder? Ja. Weil unsere wie sagt man, Schwellen, die dann erfüllt sein müssen, die wachsen natürlich. Wir sind ja Gewohnheitstiere, nicht wahr? Wenn du dann einmal einen Bestseller gehabt hast, dann, ich meine, und ich stelle mir vor, da gibt es viele bekannte Leute, die dann da auch wie drunter leiden oder eingehen, weil wenn du einmal was wirklich Großes erreicht hast, ich meine, wo geht es dann hin? Gell? Also Voll. wenn der Drive ist. Also der Erfolg wird zum Gefängnis. Und ich meine, auf irgendeine Art, immer wenn wir Erfolg haben, da ist so eine riesen Glückskomponente dabei. Also früher beim Boxen und Thai-Boxen, ich weiß noch, da fange also ich mache Thai-Boxen, dann fange ich nebenbei an mit Boxkämpfen und dann gewinne ich 4 in Folge. Und jetzt will ich meinen perfekten Rekord erhalten. Und aus diesem Dings, was ich nur für mich, nur zum Spaß, nur nebenbei gemacht habe, jetzt ist es ein Gefängnis. Und ich kann quasi nur noch verkacken. Ich kann nur noch Flecken auf meine weiße Weste machen. Ah. Und was ich mir oft gesagt habe, um wieder demütig zu werden, war, der einzige Grund, warum ich gewinne, ist, dass der Gegner schlechter ist. Und wenn ich mir dann einfach denke, ich habe gegen schlechtere Leute gekämpft, dann fällt es mir verdammt schwer, da irgendwie eingebildet und arrogant mit zu sein. Ja, ich mag, was du gesagt hast über das, was du für dich gemacht hast, was einfach dein Ding war, wird dann plötzlich wieder zu so einer Zwang und das muss jetzt und plötzlich wieder zu einer Aufgabe, zu einem Job, keine Ahnung, also zu. Genau, also so spannend zum Thema Prokrastination. Ich höre oft von Leuten, es gibt einen tollen TED-Talk. Ich glaube, der Sprecher sagt, er ist in seinem Studium und um sich von seinem Studium abzulenken, gründet er eine Firma, macht richtig Geld, hat Angestellte. Und dann, bis er sich denkt, wow, nee, das ist, was ich eigentlich will. Und in dem Moment, wo er mit dem Studium aufhört, um sich auf seine erfolgreiche Firma zu konzentrieren, macht es ihm keinen Spaß mehr und er setzt sich unter Druck und er fängt mit dem nächsten Projekt an, um sich von seiner Firma abzulenken. Also das ist so ein spannender Moment. Dieser Wechsel von ich tue das für mich, ich bin entspannt, kreativ, jetzt muss ich mein Image bewahren, jetzt muss ich Erfüllen, ja. Ansprüche erfüllen. Jetzt wird es dieses Gefängnis und ich muss das Richtige tun, um zu überleben. Super spannend und es ist so eine feine Grenze. Ja, und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt auch zum Beispiel
meine kreative Tätigkeit ansehe, da ist diese feine Grenze ja sehr präsent, nicht? Weil Musik machen oder Gedichte schreiben oder sowas ist ja voll erfüllend in sich selber. Und wenn man dann, oder wenn ich dann einen gewissen Anspruch habe, ist es zunächst in meiner Erfahrung nicht was Schlechtes, würde ich sagen, weil das ist ein Ansporn, gell? Also eine gewisse, für mich einfach einen gewissen Anspruch zu erfüllen, weil das treibt mich an und ich möchte es besser machen und in Wirklichkeit entsteht mehr Freude daraus, da reinzugehen und das zu perfektionieren und dran zu arbeiten. Aber wo ist dann quasi, wo kippt es von diese Menge an Anspruch und auch was ich erschaffen möchte, sagen wir mal so, die Freude etwas Gutes, was auch immer gut ist, aber was einen wo man selber nachher stolz ist, das ist ja was Schönes. Also was zu erschaffen, wo man selber nachher denkt, wow, geil, das habe ich erschaffen oder das habe ich geschrieben, keine Ahnung. Und da habe ich auch, bin ich auch über ein paar Grenzen drüber gegangen, habe ein bisschen, weißt du, mich gestretched und das ist erfüllend. Das ist schön. Und wo kippt es dann in, wo beginnt man zu viel zu machen? Wo beginnt man sich unter Druck zu setzen? Wo quasi, wie lange kann ich diese Freude haben und den Anspruch? Irgendwie Freude und ein Ziel. Und wo ist es dann plötzlich, wo kippt das? Und dann schwindet die Freude und das Ziel wird immer größer und es geht dann nur noch ums Ziel und die Freude ist dann irgendwann mal und dann plötzlich merkt man es gar nicht und die Freude ist, wo ist die Freude hin? Quasi, ich hatte doch mit Ja. Freude gestartet. Ich will, also ich finde die Frage richtig gut. Wo ist die Grenze? Wann kippt's? Ich habe mehrere Antworten. Und eine und vielleicht auch die ehrlichste ist, keine Ahnung. Ich hab mir vor ein paar Wochen einen richtig, richtig guten Gitarrenlehrer gesucht aus Finnland. Der spielt exakt, was ich will. Einfach nur ganz schnell mit der rechten Hand perkussiv Gitarre. Und ich will genau das von ihm lernen und ich habe richtig Spaß dran. Und die letzte Woche, ich übe nur eine Sache. Und ich denke, wenn ich das nicht sauber spiele, dann bin ich kein richtiger Gitarrist. Und ich spiele so wenig wie lange nicht mehr. Und ich projiziere irgendwie alte Lehrer auf ihn. Und ich denke, ich muss beweisen, dass ich seine Aufmerksamkeit wert bin. Oh Mann. Und ich mache aus ihm so den Anpeitscher, vor dem ich Angst bekomme. Oh Mann. Und ich habe das schon so oft geschafft, aus den Lehrern, die ich gewählt habe, die ich bezahle, dann den zum so den Chef zu machen, vor dem ich Angst habe. Und wo ich kündigen will, aus Angst vor Bewertung. Ja. Die zweite, hoffentlich nützliche Antwort ist, ich glaube, und da aus der Traumatherapie, wenn ich mich am Nervensystem orientiere, es gibt so ein Maß an Intensität, das wir nicht gut regulieren können, das einfach körperlich zu viel ist. Und dann benutzen wir so automatische Handlungen, automatische Denkmuster, um das zu managen. Also ich denke, ab einem gewissen Maß an Intensität oder einem gewissen Zeitraum. Wir wollen die Unsicherheit nicht fühlen. Und dann holen wir einfach eine alte Geschichte hoch, eine alte Beziehungsdynamik. Dann projizieren. So spannend, ich mache das Video und zuerst, ich mache das für Freunde. Und also ich habe richtig tolle Freunde vor mir, die sind neugierig, die wollen genau wissen, wie radikale Ehrlichkeit funktioniert. Und ich spreche zu denen. Und ich glaube, wenn es zu spät in der Nacht wird, wenn ich müde werde, wenn ich meinen Körper nicht mehr richtig spüre, dann kippt es und plötzlich denke ich an meine Feinde. Und ich bin nicht mehr inspiriert und spreche zu meinen Freunden, sondern jetzt will ich Quellenangaben machen und perfekt argumentieren und mich vor jeder Kritik
schützen. Naja, also ich glaube, wenn wir in diese automatischen Muster verfallen, es ist immer zu viel Intensität in unserem Nervensystem. Und es kann auch wirklich zu viel Glück sein. Das ist zu aufregend. Wir sind es nicht gewohnt. Also wenn man jetzt zu viel Freude an etwas hat, Ja, zu viel Lebendigkeit, zu viel Freude. dann kann das auch irgendwie, oh, lass uns das muss eingeboxt werden und klick, klick, Ja. klick. Ja, ich stelle mir vor, was mir irgendwie klar geworden ist oder wo ich mir gedacht habe, ist einfach, ich möchte immer, was mir halt passiert ist. Zum Beispiel, das freut mich total, das mache ich total gern und dann irgendwo kommt dieser Punkt, wo es vielleicht so umswitcht, aber das passiert, weil ich halt in so eine in Fahrt komme, mehr oder weniger, gell? Und ich habe mir halt gedacht, okay, ich möchte einfach neben dem tun, das wundervoll ist, einfach dem innehalten und auch immer wieder reflektieren, auch ausreichend Raum geben, quasi. Ah, wie war das jetzt heute? Ah, okay, ah, in dem Moment ist, oder wie war das jetzt gerade? Quasi so, ich möchte was erschaffen oder egal, ob es jetzt Musik ist oder unsere Videos oder whatever, gell? Und das ist ein Ding, aber ich möchte gleichzeitig mich noch besser kennenlernen im Prozess des Erschaffens, dass ich, wenn ich dem einfach auch ausreichend Raum gebe, mehr oder weniger, dann kann ich diese Momente öfter erwischen, anstatt dass ich 2 Wochen nicht Ja. mehr was mache und nachher denke, oh, where the fuck, wo bin ich da jetzt schiefgelaufen, jetzt so irgendwo. Ich mag voll gerne, was du sagst. So Pausen, sich selber Raum geben. Das halte ich auch für die Lösung. Und ich ziehe wieder den Bezug zum Nervensystem. Wir machen was, das ist aufregend und unser Herz geht auf. Und wenn wir da diese Öffnung, diesen Flow-Zustand erleben, den wir ja wollen, durch so den offenen Brustkorb, das offene Herz, kommen auch wieder so die alten Geschichten hoch. Ja, voll. Und das ist bei kreativen Prozessen genauso wie mit Beziehungen. Mehr Nähe, mehr Liebe, führt auch zu mehr Erinnerungen an Verluste, an Verletzungen, an Schmerz. Also eine bessere Beziehung ist auch eine schrecklichere Beziehung. Und mehr Erfolg ist auch schrecklich. Ja, das ist spannend. Das finde ich super, dass du das sagst. Und die meisten Leute haben so erlebt, dass sie, ich bewerte mal so nahezu manisch, so eine Phase haben, wo alles funktioniert und ich mache alles richtig und ich stehe früh auf und ich arbeite und ich bin fleißig und alles flutscht. Und wir glauben, das könnte ewig so weitergehen. Aber es ist nur so eine Seite von uns. Und umso weniger wir Pausen machen, umso weniger wir das integrieren, umso weniger wir mit unserem Schatten in Kontakt sind, umso mehr crasht es. Und dann crasht es hart. Und ich denke an Studenten, die alles perfekt machen, Disziplin, Tagesablauf, dann haben die ihre Prüfung, dann sind sie depressiv, schlafen den ganzen Tag, kiffen, saufen, kriegen gar nichts mehr hin. Also die Kunst ist, diese Pausen zu haben, mich zu spüren, mich zu beruhigen, wirklich aktiv Techniken zu benutzen, um immer wieder runterzukommen, damit ich statt diesem 1 Monate hoch, alles perfekt gemacht, jede Regel befolgt, Crash, habe ich einfach solche Wellen, mehrere am Tag. Mehrere am Tag, ja. Aufregung, runterkommen, was ich vielleicht in Kontakt gehen, Teamflow erleben, wieder zurückziehen in meiner Beziehung, Nähe, Offenheit, Blickkontakt, wieder abwenden, runterkommen. Ist das bei dir das Bing? Ja, es ist bei mir und ganz direkt, es ist der Klassenraum von meinem Sohn, der nicht bei mir, es gerade Schule hat. Und ich nehme mir
Ein Moment des Teams. Wow, wie Die kriege ich Leute das lassen Teams an? drauf. Jetzt ist es aus. Und bei mir scheint gerade die Sonne rein. Ist total angenehm und gleichzeitig denke ich mir, schaue ich wie, keine Ahnung, ich mache mir Gedanken über mein Aussehen, wenn die Sonne so auf mich scheint, was das mit dem Bild macht. Ich denke an Urlaub. Ah, das ist gut. Schöne Assoziation. Ich möchte es noch zusammenfassen. Ich will sagen, diese Flow-Zustände, in denen alles flutscht, glückliche Zustände in Beziehungen, das muss integriert werden. Ich weiß noch, in der Ausbildung, ich habe gelernt, wenn der Klient am Ende der Sitzung so richtig euphorisch ist, lass den nicht so gehen. Ja. Das wird nicht so bleiben, das ist ein instabiler Zustand. Ja, mir hat gefallen, was du gesagt hast, über mehrere Wellen am Tag irgendwie so, dass es eher darum geht, nicht, dass keine Wellen da sein sollen, sondern dass die Zeiträume, sagen wir mal, kleiner werden, wahrscheinlich natürlicher. Ich stelle mir vor, natürlicher. Also ich stelle mir vor, auch wenn Gefühle, wenn du sie ganz zulässt, wenn man sich Kinder anschaut und so, die haben ja auch so Wellen und gehen innerhalb von wenigen Minuten eigentlich, wenn sie voll fließen, wieder vorüber und dann ist Wut und dann ist wieder was anderes und so weiter und so fort. Und ich nehme mal an, okay, Gefühle sind vielleicht recht schnellweilig und die Wellen, über die wir reden, halten vielleicht ein paar Stunden oder sowas, da ist schon so Aktivität und dann wieder Ruhe, auch irgendwie wieder Organismus funktioniert. Aber natürlich wird es halt nach ein paar Stunden oder nach einer Stunde oder so wieder eine andere Sache angesagt sein und dann wieder hochgehen. Und wir stellen mir vor, vielleicht halten das oftmals aufrecht mit Gedanken von, ah, ich muss produktiv sein oder jetzt sind meine 8 Stunden, da denke ich schon an, what the fuck, 8 Stunden Arbeitstag oder 7,5, whatever, aber was für ein krankes Konzept. Ich merke, ich kann nicht 8 Stunden im Stück gut arbeiten, weißt du? Jede Stunde brauche ich eine Pause und nach 4 Stunden bin ich spent. Also dann brauche ich mal 2 Stunden Pause. Also, und was auch immer die Pause ist, das kann sogar eine andere Tätigkeit sein, aber so, und ich bin früher so viele Stunden vom Computer gesessen, habe meine Websachen gemacht und konnte das 10 Stunden lang machen. Aber was heißt konnte? Ich stelle mir vor, da muss ich auch dissoziiert gewesen sein, dann teilweise, weißt du, da musste ich festgefahren und dann am Abend musste ich natürlich Cocktail trinken gehen oder kiffen, weil, weißt du, ging nicht anders. Oh. Ja. Ich finde das Thema so spannend. Und da gibt es auch einfach ein Spektrum. Also auf der einen Seite habe ich ein Konzept und einen Plan und ich halte ihn ein und ich ziehe das einfach durch, egal. Und da haben wir ja auch Achtung davor, so Achiever, die haben ein Ziel und dann ziehen sie das durch. Und Bergsteiger, wenn die da eine Zehe verlieren. Oder Boxer, gebrochene Nase, gebrochener Kiefer, gebrochene Hand, aber die ziehen das einfach durch. Also die haben dieses Bild und dann opfern die eine ganze Menge und am Ende können sie das Häkchen setzen. Geschafft, ja. Und ich meine, das in unserer Gesellschaft funktionieren, wie geil, wenn du einfach funktionierst. Und ich weiß noch, wie ich stolz habe, irgendwelche Abschlüsse, da muss man halt einfach lernen. Und wie ich dann auch so ein bisschen arrogant bin, wenn andere sich schwer tun, zu sagen, ja, da musst du halt einfach tun, was notwendig ist, einfach durchziehen. Und auf der anderen Seite, für mich das Gegenteil von funktionieren, ist Lebendigkeit. Statt am Fließband die richtigen Handgriffe zu machen, statt professionell, wie so die Stewardess, alle immer anzulächeln, es auf der anderen Seite mich fühlen und so einchecken, was will mein Körper gerade? Möchte ich, was gerade passiert? Möchte ich nach vorne, möchte ich zurück? Was würde mir jetzt gerade gut tun? Und ich denke, beides ist wichtig. Und wenn ich mit Menschen arbeite, ich glaube, so ein guter Wechsel, diese so kleinen Wellen führen zu einem
führen zu einem guten Leben. Also ich habe eine Ausrichtung, ich habe ein mentales Bild, das ich benutze und gleichzeitig spüre ich mich und korrigiere jeden Moment den Kurs. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernelement von radikaler Ehrlichkeit. Wir wollen in Kontakt mit der Wirklichkeit, in Kontakt zu unserem Körper. Und dann können wir das Leben immer präziser managen, immer feiner, immer mehr situationsbezogen. Und ich denke, also ich meine, ich habe viel mit Leuten zu tun, die das nicht können. Die haben ein großes Konzept wie Erfolg, Beziehung, ihren Job. Und dann fragen sie sich, soll ich arbeiten oder nicht? Soll ich eine Beziehung führen oder nicht? Aber da ist ja schon dieses Wort, dieses Soll drinnen, oder? Das ist ja jetzt die große Frage. Wie komme ich von einem Soll zu was will ich eigentlich? Wie kann ich einmal herausfinden, was ich will und nicht so sehr mir überlegen, was die Gesellschaft von mir will oder was zum Überleben notwendig ist? Ja, ganz klar. Der Punkt, den ich noch betonen möchte, ist, da ist so eine Idee und die ist viel zu groß. Da ist eine Person, die möchte vielleicht nicht die Kreuzfahrt machen, traut sich nicht in dieser konkreten Situation zu dem konkreten Thema Nein zu sagen und denkt, stellt dann die Beziehung in Frage. Oh, wir wollen einfach unterschiedliche Sachen. Wir passen nicht zusammen. Oder der Kollege in der Arbeit schiebt die Pflanze ein bisschen von seinem Tisch zu deinem. Und dann fangen die Personen an, über die Teamkultur am Arbeitsplatz zu reden und über Rücksichtslosigkeit und Unmenschlichkeit und ob es nicht besser wäre, aufzuhören zu arbeiten und sich der Kunst zu widmen. Genau. Also, wir dürfen diese kleinen Situationen nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, halt immer wieder unseren Körper zu spüren. So Ich bin kleine gerade. Entscheidungen in Kontakt mit wirklich der Wirklichkeit. Mir taucht auf irgendwie so der Unterschied zwischen, ah, da gibt es Momente, wo ich irgendwie spüre, was für mich eigentlich oder eben nicht gespürt habe, aber da gibt es Signale, was für mich jetzt stimmig wäre. Also ich mag die Kreuzfahrt nicht machen oder mit dem Kollegen irgendwas ist vorgefallen, bevor ich diese Pflanze verschoben habe, nicht wahr? Und das sind so Dinge, die wirklich aus mir herauskommen, irgendwie mein Organismus oder ich habe ein wirklich, ah, das ist jetzt, das wünsche ich mir jetzt oder wünsche, gell? So, ah, das würde ich mir jetzt wünschen oder das will ich nicht, so. Und wenn wir über die öfters hinweggehen, dann stellen wir vor, holen wir uns so Konzepte herbei, nicht? So, das ist. So sollte Beziehung sein oder so sollte Beziehung nicht sein. Arbeiten ist schlecht und Kunst ist gut. Ja. Und ich erinnere mich an, ich weiß nicht, wir hatten gestern einen Call und da gab es irgendeine Situation, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es konkret war, wo so klar geworden ist, ah, da wird jetzt so ein Schutt herbeigeholt und so sollte Beziehung sein oder irgendwie und wie schnell es dann in Diskussionen ausarten kann, anstatt dass man sich begegnet und sagt, hey, das will ich, das wünsche ich mir oder das mag ich nicht und wir sind in Kontakt, dass es dann stattdessen eine theoretische Diskussion wird, was Beziehung sein sollte, was Arbeit sein sollte, wie das Leben ausschauen sollte, wie es im Arbeitsplatz und blablabla. Der große Unterschied ist, ob wir also inspiriert sind und kreativ oder ob wir Angst vermeiden wollen. Und diese festen Regeln, du solltest dich anders anders verhalten, das Leben sollte anders sein, Arbeitsplatz sollte anders sein, das ist alles Angstvermeidung. Also da ist irgendwas Schreckliches und wir haben diese Regeln, die so wichtig sind wie die 10 Gebote, um uns vor dem Schrecklichen zu schützen. Wenn man heiratet, sollte man zusammenbleiben.
Wenn man eine Beziehung führt, sollte man sich zuhören. Wenn man eine Beziehung hat, sollte man Sex haben, sollte man Kinder haben. Also da sind Enttäuschungen, die wir um jeden Preis verhindern wollen. Wollen. Und dann Also die benutzen wir diese Enttäuschung. harten Regeln. Die Und dann Enttäuschung. streiten wir natürlich mit anderen Leuten. Ja. Die Enttäuschung, wenn ich sagen würde, hey, ich würde mir das wünschen und dann ein Genau. Nein bekomme zum Beispiel. Ja. Oder die Angst, wenn ich sage, das will ich nicht. Und dann, was ist dann die Reaktion? Die andere Person wendet sich ab. Und, also wenn ich an mich denke, gibt es Momente, wo ich sagen würde, in der Beziehung oder mit anderen, ja, in Beziehungen, sagen wir mal so, nicht nur in Partnerschaft, sondern wo ich etwas nicht möchte und mich vielleicht zurückhalte, das zu sagen, weil ich Angst habe, der andere wendet sich dann komplett ab. So, Ja. mag nur dieses eine kleine Ding nicht oder ich mag nur jetzt gerade nicht, aber ich traue mich nicht, das zu sagen, weil die andere Person wird dann wütend auf mich sein und sich für immer und alle Tage abwenden und ja, weißt du, und dann halte ich mich eher zurück und probiere, na gut, ich stelle mir vor, ich probiere halt die Bindung zu retten, weißt du, was ich meine, dieses Konzept und lieber nichts sagen, aber natürlich werde ich dann innerlich machen. Macht man ja dann trotzdem Distanz und irgendwann mal muss das dann rauskommen und dann stellt man irgendwann die Beziehung wohl in Frage stattdessen, anstatt. Genau. Ich will wieder eine Parallele ziehen zum Nervensystem. Wenn wir nicht Nein sagen können, wenn wir es nicht schaffen, also diese Aggression nach außen zu richten und Stopp, Nein, Halt, hier ist eine Grenze zu sagen, egal so, ob zu unserem Partner, Familie, Chef, Kollegen, dann gehen wir in den Todstellreflex. Und der sieht bei Menschen halt noch sehr normal aus. Aber praktisch, wir halten die Luft an, wir atmen flacher. Wir sind wie die Antilope, die von dem Löwen angekaut wird. Also wir werden von der Gesellschaft, von unserem Partner angekaut und wir halten still und sagen, ja, ich mache jetzt mal einfach mit und überlege ich nochmal, aber tut was, wenn es nicht weh tut, dann kann ich ja einfach mal mitmachen. Weil wir den Zustand natürlich nicht mögen, dissoziieren wir in unseren Verstand und erfinden Regeln und Werte. Und dann überzeugen wir andere. Wir sind ja nicht stark genug, quasi den Tiger zu besiegen. Wir wollen dann andere Menschen mit unseren Gedanken infizieren, damit alle zustimmen. Tiger sind schlecht, wir müssen große Mauern bauen und irgendeine Religion gründen, um uns zu schützen. Also, meine Unfähigkeit, in einer echten Situation Nein zu sagen, Führt dazu, dass ich wird zu einem Wertesystem und dann will ich nur noch mit den richtigen Leuten zu tun haben, die empathisch genug sind und rücksichtsvoll. ja, und jammern bei wem anderen über die andere Person oder schlecht Genau. reden. Also das ist für mich ein klarer Indikator, ja, dass ich mit einem Menschen noch was auszutragen habe oder zu klären habe, dass ich da irgendwas nicht übel genommen habe, wie man das bei uns sagt, nicht, wenn ich bei wem anderen über den schlecht rede. So. Ja. Weil offensichtlich möchte ich mir Unterstützung einholen, möchte ich, wenn anderen das sagt, ja, dieser Mensch ist wirklich, wirklich böse. Das ist wirklich, wirklich falsch, was der gemacht hat. So was macht man nicht. Genau. Und ich glaube, da sind auch so zwei Mechanismen. Das eine ist natürlich, ich möchte, dass andere für mich den Tiger besiegen. Also wie bequem, wenn dann Kollegen den Chef schimpfen oder zu dem sagen, so geht's nicht. Ja, da ist man fein raus, oder? Ist nicht so gefährlich. Ja. Und das andere ist natürlich auch die Unsicherheit, ob ich Nein sagen darf. Also wir haben aus Angst verpasst, ehrlich zu sein. Und wenn ich es dann schaffe, jemanden anderen anzustacheln, dass der die Aggression ausdrückt, zu der ich unfähig war. Ich glaube, wir wollen so prüfen, ob der Pool warm ist. Darf ich da wirklich wütend sein? Darf ich Nein sagen? Dann lästere ich eine Weile und wenn die anderen aggressiv werden, dann denke ich mir, ah, dann habe ich vielleicht doch das Recht, mich zu ärgern. Ja, das Recht, sich zu ärgern. Aber ich komme da, wenn du darüber redest, so
wir haben die Situation verpasst, Nein zu sagen. Da muss ich ein bisschen was an etwas denken, was wir bei Radical Honesty machen, so diese Completions oder mit unseren Eltern reden oder Sachen nachholen, mehr oder weniger, die wir nicht, wo wir nicht Nein gesagt haben, wo man natürlich auch sagen kann, ah, wieso soll ich jetzt in der Vergangenheit rumwühlen, mehr oder weniger, ist doch schon passé. Aber das ist irgendwie spannend. Man kann es ja doch nochmal, also es ist ja noch irgendwie da. Und das heißt, man kann es ja doch nochmal hervorholen und sagen, hey, das muss ich jetzt schon nochmal ausdrücken und ich muss mich dann nochmal zusammensetzen mit dir, um dir zu sagen, das, was damals geschehen ist, da bin ich immer noch wütend drauf. Aber das ist ja interessant. Irgendwo, wie wir sind ja jetzt noch wütend drauf, weil wenn wir jetzt nicht wütend drauf wären, dann wäre es ja wurscht irgendwie, dann wäre es ja wirklich passé. Was hast du dazu zu sagen? Also ich möchte sehr betonen oder unterstreichen, was du gesagt hast. Also um ein gutes Leben zu haben, muss ich gute Beziehungen führen. Und die sind gut, wenn ich ganz klar kommuniziere, was ich mir wünsche und was nicht. Also klare Kommunikation, gute Beziehungen, fantastisches Leben. Und klar kommunizieren ist eine Übungssache. Also wieder, da ist so das Ziel und dann muss ich immer wieder den Kurs korrigieren. Wurde ich gerade richtig verstanden? Ist richtig deutlich, was ich gesagt habe? Meine ich vielleicht ein bisschen was anderes? Also ich muss ständig Updates machen. Und wenn ich das verpasst habe, dann muss ich das nachholen. Also ich muss diese Korrekturen vornehmen und das ist durchaus eine Fähigkeit. Ich muss lernen, diese Korrekturen vorzunehmen. Und die Fantasie, beim nächsten Mal mache ich es einfach besser. Vollkommene Illusion. Happening. Also wir müssen zurückgehen und üben mit den Herausforderungen, die wir schon haben. Und ich bewerte es als pure Vermeidung, dieses, ja, beim nächsten Mal. Das ist einfach bequem. Wir räumen das Problem vom Tisch. Und hoffen einfach, dass beim nächsten Mal das Problem ein bisschen einfacher ist. Ich denke wieder an Kunst. Wieso bequem, so ein angefangenes Projekt einfach wegzuschmeißen Das und nächste zu starten. Ja, genau, beim nächsten Mal wird alles besser. Mit dem besseren Pinsel, mit dem neuen Instrument, mit der neuen Band. Und naja, und ich nee. meine, wenn ich an Kunst denke, da ist natürlich schon was dran. Also, es ist, wir lernen ja schon konstant dazu. Und das nächste Mal, wenn man das nächste Projekt macht, fließt natürlich schon was ein, was man bei dem Projekt gelernt hat. Nur meine Erfahrung ist die, dass es trotzdem gut ist. Das jetzt, so gut ich es jetzt kann, fertig zu machen. So. Zumindest zu einem Abschluss zu bringen, wo ich, und das, ich weiß, bei Liederschreiben oder sowas ist das schon teilweise auch so, dass ich sage, okay, dieses Lied, irgendwie, das wird jetzt nicht so, da bin ich jetzt nicht so happy und ich schreibe ja viele Lieder und manche zieht es mich auf längere Zeit hin und perfektioniere ich mehr und manche fallen dann irgendwie weg. Ich stelle mir vor, das ist per se nicht schlecht, nur wenn das. Wenn das so ein kontinuierliches Ding wird, jedes Mal breche ich was bei der halben Arbeit ab oder bei 90 oder 80%. Also so, wenn es ein recurring Theme wird irgendwie, dass ich Sachen nicht fertig mache und auch in Beziehung quasi manchmal, also ja, ich weiß nicht, wie gut ich das jetzt auf Beziehung übertragen kann, aber ich stelle mir vor, ich glaube, worum es mir geht, ist nicht so ein Ding draus zu machen, ah, ich darf etwas nicht abbrechen, irgendwo, wenn ich spüre, dass es nicht stimmig ist. Ja? Aber ich glaube, da ist auch wirklich ein Bild oder ein Lied was ganz was anderes wie ein Mensch. Also eine Beziehung abbrechen ist ja schon wirklich was ganz was anderes. Oder mich da rauszunehmen und nicht Nein zu sagen oder nicht Ja zu sagen oder so ist was anderes, wie ob ich jetzt an einem Lied weiterarbeite. Also die gemeinsame Ebene ist Empfindungsmanagement in deinem Körper. Also du erlebst immer dich und da gibt es Bereiche von deinen inneren Zuständen, die du einfach nicht mehr erleben möchtest. Und gleichzeitig, klar, ich empfehle niemanden irgendwie
zu versuchen, mit seinem ersten Partner wieder zusammenzukommen und alles zu reparieren. Und gleichzeitig, und das behaupte ich ziemlich entschlossen, solange du Geheimnisse bewahrst und mit deiner Familie, besonders mit deinen Eltern, mit deinen ersten großen Bindungspersonen, wenn du da weiter Sachen nicht sagen möchtest, das überträgst du alles auf die Zukunft. Also, ich meine, in den Kursen, wir empfehlen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und dann habe ich mehr Energie, mehr Freiheit, mir eine tolle Zukunft zu erschaffen, die nicht daraus besteht, Angst zu vermeiden, sondern wirklich mehr so ein freies, kreatives Gefühl. So, boah, ich denke richtig dran, wie ich so. Ich rede mit meinen Eltern. Ich sage denen, was ich früher verheimlicht habe. Ich bin überrascht, dass die mir zuhören. Manchmal verstehen die das nicht. Manchmal erinnern die sich nicht. Und die hören mir zu. Und das sickert so ein, dass die das einfach grundlegend gut gemeint haben. Und also das Gefühl von Liebe ist so überwältigend. Ich weiß gar nicht, was ich anderes mit meinem Leben machen soll, als es zu teilen, als andere zu unterstützen, ein ähnliches Gefühl zu haben. Oh. Ja, also das ist so schön. Ich möchte so, hey, schau mal, wie gut sich das anfühlt. Schau mal, so geht es. Ich möchte es teilen. Ich habe immer mehr Momente davon. Und das ist ein ganz anderer Kompass als Schmerzvermeidung und Angst. Und dazu meine große Geschichte, das ganze Leben lang erfolgreich sein, um nicht abgelehnt zu werden, um nicht kritisiert zu werden. Also eigentlich das ganze Leben so, ich will mir einen richtig großen Panzer bauen. Ich mag, was du sagst, wie du gesagt hast, Liebe und Teilen und so. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, ich habe das zum Beispiel auch, ich stelle mir vor, bei der Musik erlebt oder bei anderen Projekten, die ich mache, also wie es früher mehr, glaube ich, als heute, um irgendwelche Flucht in irgendwelche Dinge ging oder irgendwem was beweisen wollen oder ähnlich diese Anerkennung zu bekommen, die ich nicht bekommen habe und so weiter und so fort. Und wie das natürlich anstrengend ist. Also, und wie das Dinge, die ich gerne mache, total verseuchen kann, nicht? Und je mehr ich, sagen wir mal, innere Arbeit mache und Kommunikationsarbeit und sehe, ah, meine Beziehungen müssen geklärt, also ist gut für mich, wenn sie geklärt sind, mehr oder weniger, dann kann ich andere Dinge machen aus Freude heraus und weil ich es teilen möchte. Und aus diese klassische Aussage so aus Abundance, aus der Fülle heraus, mehr oder weniger, nicht aus dem Mangel, sondern aus der Fülle. Und ich merke, jetzt, wenn wir vorher so darüber geredet haben, dann macht das irgendwie Sinn. Aber in vielen spirituellen Kontexten wird so viel über Fülle und Mangel geredet. Und ich habe das schon so oft gehört gehabt und habe immer gedacht, so, von welcher fucking Fülle redet? Also, oder ich kenne die Fülle zwar, aber habt ihr ja eine Ahnung, wie man da hinkommt? Also, meiner Erfahrung kommt man da nicht hin, indem man einfach nur 10 Stunden am Tag meditiert. Da, weißt du, was ich meine? oder das mag schon ein Faktor sein, aber. Und da gefällt mir halt, über das Nervensystem Bescheid zu wissen, über meine eigene. Und darüber zu wissen, wie wichtig für uns sozialer Kontakt ist, dass da so viel Fülle entsteht, mehr oder weniger. Nicht mich in irgendwelche, ja, ich stelle mir vor, im spirituellen Kontext gibt es diese Sphären, denen wird die Fülle zugewiesen, weißt du? Also ja, in der göttlichen Sphäre oder wenn ich alles bin oder so. Und ich erlebe diese Sphären, wenn man es so nennen will, und glaube auch daran, dass es tatsächlich sowas gibt. Und gleichzeitig merke ich, das funktioniert halt nicht, aus dem Menschsein rauszuflüchten und zu sagen, ah, ich brauche keinen Kontakt mit Menschen, weißt du, meine Eltern können mir egal sein, ich bin doch eh Liebe und Licht. Weißt du, was ich meine? Und mich da rauszuflüchten verstehst du, was ich meine irgendwo? Ah.
Du sollst rausflüchten. Ich behaupte, alle Klienten, die erleuchtet werden wollen, die haben einfach mega viel Angst. Die haben ganz konkrete kleine Probleme, mit denen sie sich nicht auseinandersetzen wollen. Und das ist die Fantasie von diesem großen Ding, was mir alle Probleme nimmt. Und ja, ich schimpf gerne über die spirituelle Szene. Und ich würde sagen, dass ich da selber so lange Zeit Teil von war. Ich bin früher rumgerannt, habe gesagt, ich bin nicht eifersüchtig und ich werde nie wütend. Für meine Erwartungen bin ich ja selber verantwortlich. Und also fürchterlich, ich habe das wirklich geglaubt. Und dann habe ich ziemlich aggressiv versucht, andere Leute davon zu überzeugen, bis die sich genauso verhalten. Und also ich war da nicht so, ich überlege gerade, ob ich richtig gemein war, aber ich habe halt ziemlich schnell mit Kontaktabbruch gedroht und das auch gemacht, wenn mir eine Meinung nicht gefallen hat. Mit negativen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Wir müssen uns vor Energievampiren schützen. Energievampire, oh man. Und ja, zwei Sachen möchte ich erwähnen. Einmal, es gibt eine ganz praktische Anleitung zu Vergebung, zu mehr Einheit zu erleben. Und zweitens ist es wieder einfach ein Zustand im Nervensystem. Es gibt eine Art, meine Aufmerksamkeit zu lenken, im Moment zu sein, bei diesen Details, die ich mit meinen Sinnen wahrnehme und Empfindungen, die ich in meinem Körper spüre. Und wenn ich so aufmerksam im Moment bin, dann manage ich das Leben so an der Wurzel, dass ich mich sehr verbunden fühle. Und in erster Linie beruhige ich mich dann. Ich denke ich kann an diese Woche denken. Ich komme heim, ich bin aufgeregt. Und früher hätte ich dann auf Amazon geschaut, was ich mir kaufen kann. Und auf YouTube. Und vor einigen Jahren wären es Pornos gewesen. Und jetzt, ich nehme mir einen Moment, genau eine Pause, schaue, was war der Auslöser, vielleicht eine Rechnung, die ich im Briefkasten hatte. Dann schaue ich die an, merke, wie mein Herzschlag schneller wird. Dann weiß ich auch schon, was mich beruhigt. Dann konzentriere ich mich auf meine Füße, meine Atmung. Und durch so dieses Aufmerksamsein habe ich schon eine ganze Liste von Dingen, die mich einfach beruhigen. Vielleicht Fäuste ballen, Schultern anspannen, Kiefer. Vielleicht ist es ein Glas Wasser trinken. Vielleicht ist es ein sich strecken. Und umso mehr ich mich beruhige, umso mehr machen alle buddhistischen Ideen Sinn. Also die Idee von Einheit, von Verbundenheit, von alles ist gut. Ich bin nicht getrennt mit meinem Willen, Schicksal, es passiert sowieso, was passieren soll. Plötzlich macht es alles Sinn. Also wenn ich richtig präsent bin, dann erlebe ich Verbundenheit. Und die Alternative dazu ist, halt dissoziieren in meinen Verstand, in irgendeine Geschichte, wie Dinge sein sollten. Und das macht es kurzfristig ein bisschen bequemer und langfristig bleibt so eine Restanspannung. Ich bleibe in meinem Kopf. Ich mag, was du sagst, über dann machen die buddhistischen Ideen Sinn. Automatisch alles. Genau. Ah. Ich stelle mir vor, wir haben ein bisschen, wir könnten Ja, einen lass uns streiten. Meinungsunterschied hier austragen, wenn wir über Spiritualität reden beginnen. Und
Und wo ich denke, dass kein Meinungsunterschied ist, ist zu sehen, also lass uns dort beginnen, wo wir sind. Also meine Erfahrung, ich habe auch in spirituellen Praktiken und Kreisen so viel erlebt von so viel Idealisierung eines Zustands, den vermeintlich irgendwer hat, dann Idealisierung von diesen Lehrern, die das vermeintlich haben, dann natürlich Enttäuschung, wenn rauskommt, dass sie sexuell übergriffig sind und so weiter. Und dann ist mir, und gerade, und in dem Kontext ist mir bewusster, wird immer bewusster geworden, wie, also so eine Vorstellung, dass halt ganz viel von dieser spirituellen Traditionen oder diese Lehrer, die wirklich was erreicht, also erreicht, sagen wir mal so, ja, also die wir uns als Vorbilder vielleicht nehmen, wurscht, ob es jetzt ein Buddha ist, ein Jesus, ein Ramana Maharishi oder wer auch immer, gell? Dass wenn man genauer schaut, dass die irgendwo einen Kontext hatten oder ein inneres Erleben oder eine Verbindung mit der Natur oder ein soziales Framework, wo ganz viele von diesen Dingen, über die wir jetzt reden, einfach erfüllt waren. Und dass das nicht zur Sprache kam, weil die vielleicht noch in einer Gesellschaft gelebt haben, wo es erdiger war, weißt du, mehr in der Natur, wo die liebevoll aufgewachsen sind, kein Fernsehen, kein Shit, kein Leistungsdruck und so. Und dann kommt noch irgend so ein Magic Spark dazu und dann fühlen die sich, also weißt du, die Ideen machen per se schon mal Sinn, so, und dann verbinden sie sich damit und gehen dann noch tiefer rein und verbringen vielleicht dann 20 Jahre in Meditation, gell? Aber deren Grund, wo starten die? Die haben dann nicht gestartet aus, ich muss mich flüchten, weil die Gesellschaft ist so schlimm und ich komme damit nicht zurecht, meine Rechnungen zu zahlen und so, und, ja, sondern die haben woanders gestartet. Und da taugt mir, was die bei dem tibetanischen Buddhisten, die ganzen Übungen, die machen, oder der Großteil dieser Übungen, die gemacht werden, Meditation und so, wird Preliminary Practices genannt. Also das sind vorbereitende Übungen. Also so 95% der Praktiken sind vorbereitende Übungen. Und das sind eigentlich noch gar nicht die wirklichen, also das ist noch nicht the real deal. Das ist alles nur, lass uns vorbereiten. Und ich stelle mir vor, dass all diese Sachen, wenn wir über Spiritualität, Erleuchtung, Aufwachen und so reden würden, oder wir reden darüber, eigentlich erst dort beginnt, wo wir uns gut vorbereitet haben, wo wir gut gelernt haben, uns zu managen, unser Nervensystem, wie auch immer, welche Worte wir dafür verwenden, gell? Und in alten Traditionen hatten sie halt diese therapeutischen und physiologischen Worte nicht, gell? Da haben sie andere Sachen gemacht. Und ich glaube, das wird manchmal außer Acht gelassen und stattdessen irgendwelche Sachen übersprungen und ich setz mich jetzt da in den Himalaya und gar nicht am Radar haben, dass die Leute, die sich da hingesetzt haben und wo das wirklich funktioniert hat, dass die ein gutes, weißt du, die haben sich wirklich gut mit ihrer Mama verbunden gefühlt. Ja, was ich da so spannend finde, ich habe oft auch Klienten, die so das Ideal haben von dem unbedürftigen Mönch. Ja. Die möchten ihre Bedürftigkeit, ihre Neediness ausmerzen. Und die denken, nee, nee, ich habe da die Geschichte gehört von dem Mönch, der ist alleine im Wald und so sollte ich sein, ich sollte nichts wollen, ich sollte keine Bestätigung brauchen. Und also ich denke, die meisten Mönche, sie haben ein richtig schönes Umfeld mit Ruhe und Pflanzen. Und dann haben die Gemeinschaft, Ja. die singen und essen zusammen, was uns fehlt. Wahrscheinlich haben die sogar Sex. Jeden oder kuscheln. Sie kuscheln nur. Aber also die haben Gemeinschaft. Die haben wirklich Gemeinschaft und Kontakt. Und singen, da tunen wir uns ein, da erleben wir Gemeinschaftsflow. Also die haben so viel von diesen grundlegenden Sachen, die uns fehlen. Genau. Ja. Ich möchte auch, und ganz klar, ich möchte damit auch Kurse verkaufen. Und ich finde es sehr geil, das sozusagen, also radikale Ehrlichkeit. Das ist eine durchgehende Meditation, bei der ich in jedem Moment mit anderen Menschen mich spüren kann. Wenn ich das ausspreche, das hat eine Qualität von Zugeben. Manchmal wie so Beichten vor dem Universum.
hat auch eine Qualität von so Hingabe. Wenn ich zugebe, dass ich aufgeregt bin, dann entspannt sich mein Körper. Wenn ich zugebe, was ich möchte, wie ich wirken möchte, da passieren so tiefe Dinge in meinem Körper, die ich nicht steuern kann. Ah, ich werde jetzt gerade schon ruhiger, wie ich das sage. Ja, ich merke, ich schaue ein bisschen auf die Uhrzeit. Ich frage mich, wir hatten ursprünglich so ein Thema, so dieses Oxytocin-Thema. Ich würd da gern. Ja, das finde ich spannend. Ich denke mir gerade, niemand weiß, was ich meine, wenn ich sage, wir hatten das Oxytocin-Thema. Ich erinnere mich, dass du in unserer Ausbildung, glaube ich, warst, gesagt hast, ah, wir haben diese natürliche Droge, Oxytocin, und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, und wir haben Angst davor, süchtig zu werden, oder es ist tatsächlich eine gewisse Sucht, und irgendwie ist mir das hängen geblieben. Ja, ich habe so eine Idee dazu. Das ist mein Modell. Ich werde noch irgendwann nach wissenschaftlichen Beweisen dafür suchen. Genau. Also es ist nur meine Fantasie. Ich glaube, wir können Bindung herstellen. Und dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das ist richtig gesund und das macht uns glücklich. Das ist der Hammer. Und ziemlich geil. Es ist wirklich kostenlos. Es ist diese Droge. Und sie ist gesund. Und ich meine, Mamas mit ihren Babys, die lächeln das Baby an. Das Baby reagiert. Das Baby lächelt die Mama an. Die Mama reagiert. Und dieses Wechselspiel aus Frage und Antwort passiert, weiß nicht, viele, viele Millionen Mal. Und dadurch entsteht Bindung. Wir werden immer wieder ein bisschen durch das Hormon belohnt. Und ich meine, das ist notwendig. Das sorgt dafür, dass die Mama nicht einfach ihr Baby vergisst. Also die muss süchtig sein, wie ein Heroin-Junkie, damit die sich richtig um das Baby kümmert. Und so sind wir alle gemacht. Wir sind Herdentiere. Und wenn wir die Herde irgendwie verloren haben, dann schreit unser Nervensystem, das ist gefährlich, allein überlebst du nicht, zurück zur Gruppe. Also so sind wir richtig genetisch gemacht. Wir brauchen Verbundenheit. Stephen Porges sagt, das ist ein biologischer Imperativ. Das ist nicht optional. Wir brauchen die Herde. Das stimmt. Babys ohne Körperkontakt, ohne Eintunen, ohne dieses Wechselspiel, ohne Bindung sterben einfach. Punkt. Also ich will es in die ganze Welt rausschreien. Das Geilste, was ihr erleben könnt, ist Verbundenheit. Jemand, der euch anschaut, akzeptiert, der da ist, dann steht so ein sicherer Rahmen. Jeder Schmerz kann hochkommen, kann verarbeitet werden. Das ist das Beste, was es gibt. Und deine Vorstellung ist, dass da das Oxytocin als Hormon mitspielt und dass wir tatsächlich ein Stück weit süchtig drauf sind. Und ich habe dich sagen gehört, dass wenn wir das mehr haben, oder ich stelle mir vor, dann sind Entzugsentscheidungen halt auch mehr. Und das ist ja auch irgendwie so dieses Ding von, ah, ich traue mich gar nicht, mein Herz zu öffnen, weil nachher, wenn es dann nicht mehr, also, gell, also ich denke jetzt an Herzschmerz, an Liebesverlust oder Trennung und so. Und wie wir uns oftmals davor schützen wollen, das nachher zu erleben. Und das hat dann ja wohl aus der Sichtweise auch was mit so tatsächlichem Entzug. Genau. Also es ist diese tolle Droge, die gesund ist und uns glücklich macht. Und es ist eine Droge.
Also die verlängert, ich denke an Dune, da gibt es so das Spice, das verlängert dein Leben, macht dich hellsichtig, aber wenn du es nicht mehr nimmst, stirbst du. Und ich denke, so ähnlich ist es bei uns. Also der Moment, wo wir aus der Gruppe dann ausgestoßen werden, das ist die Hölle. Der Moment, wo die Mutter nicht mehr auf ihr Baby reagiert, das ist die Hölle. Und das Gleiche passiert auch in Partnerschaften. Also je nachdem, wie unser Nervensystem mit unseren Eltern entstanden ist, haben wir einen anderen Bindungsstil, ein anderes Maß an, wie viel wir davon wollen. Und jetzt lernst du vielleicht eine Frau kennen und die sagt, wow, ist so gut, lass uns sofort zusammenziehen. Die sagt so, lass uns, das ist meine Bildsprache, lass uns jeden Abend so 2 Maß Oxytocin trinken. Ich vertrage das, ich freue mich, dass so viel da ist. Und jemand anders sagt, wow, nee, ich werde von einem Stammball, werde ich abhängig, das kann ich gar nicht managen, das ist mir viel zu krass. Lass uns einfach in 10 Tagen nochmal treffen und weiterschauen. Oh Gott. Ja. Genau. Also wir haben ein unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe, je nachdem, wie viel Frust und Schmerz wir erlebt haben. Wie davor, Nähe löst auch also Schrecken aus und Angst, die verarbeitet werden muss. Also ist eine Herausforderung. Wir haben unterschiedliches Bedürfnis nach Oxytocin. Die einen ein Stammball, die anderen ein Maskrug. So stelle ich mir das vor. Aber was mir halt auch schon kommt, irgendwo ist schon wieder dieser Gedanke, so, wenn dass es eine Zeit in unserem Leben gibt, wo das komplett notwendig ist, dass die Mama das macht, klar, wenn wir Kinder sind. Und dann gibt es eine Zeit, wo wir das größtenteils von draußen brauchen, aber auch lernen, uns das selber ein bisschen zu geben. Weißt du, was ich meine? Und dass das irgendwie auch so wieder diese spirituelle Dimension sein kann, dass es irgendwann mal auch so weit sein kann, dass ich irgendwie mein so grundlegend genährt bin, dass so ein Urvertrauen entsteht und dass ich Ja. da diese Verbindung spüre und dass anscheinend dann Oxytocin wie von selber generiert wird. Oder ich würde gar nicht sagen, dass ich das Außen nicht mehr brauche, weil ich stelle mir vor, das ist dann auch gegeben und wir schaffen uns dann auch die Umstände, wir erschaffen ja dann auch unsere Welt, sodass auch außen das kommt, aber die Abhängigkeit von draußen wird weniger, wenn ich mich in. Und das ist schon irgendwie ein spannendes Thema. So wie passiert das dann? Zunächst brauchen wir einen anderen Menschen und dann gibt es dieses Innere. Ah, das heißt, der ist schon und dann kann das auf Gott ausgerichtet sein oder wie auch immer, egal ob das jetzt ein Konzept ist oder nicht, aber anscheinend kann das dieselben Mechanismen und dann gibt es die Sufis, weißt du, die einfach mit Gott verliebt sind und nur weißt du, in Liebestaumel und nicht nur die Sufis, also gibt ja viele spirituelle Traditionen, die so mit Liebe arbeiten und die offensichtlich im Oxytocin high sind, gell? Aber das anscheinend irgendwie mit dem Universum machen. Also ich glaube wieder, da ist zuerst der biologische Zustand und dann kommen so Ideen wie Gott. Und jetzt mal als so Beispiel, wir machen das mit unseren Eltern, Frage, Antwort, Aufmerksamkeit und wir werden aufgezogen wie so eine Uhr. Und die ist so gut aufgezogen, die hat es so oft erlebt, die kann das schon von alleine. Und dann integrieren wir die Eltern und wir haben so ein mentales Abbild. Und da macht es auch Sinn, Gott zu sagen. Also wir führen diese Beziehung innerlich, wir tragen die in uns herum. Wir können sogar, ich meine, irgendwann sind wir erwachsen und wir können das sogar weitergeben an unsere Kinder. Oder wir können einfach andere Menschen aufladen mit unserer Präsenz, Akzeptanz, mit unserem Sein, unserer Fähigkeit, stabil Bindungssignale auszusenden, über Störungen. Also die zu verarbeiten und in Kontakt zu bleiben. Also wir sind da so aufgeladen und ich meine, wie das Kind. Babys brauchen, weiß nicht, hunderte Male am Tag die Versicherung, dass da jemand da ist. Dann werden die Ausflüge immer größer und
Und irgendwann habe ich vielleicht Lust, alleine in den Wald zu gehen, eine Woche, einen Monat. Und es ist meine Entscheidung. Und ich fühle mich dabei nicht einsam. Also Oder durch. bist du für einen Moment einsam, aber kannst dich innerlich regulieren und kannst vielleicht einen inneren Dialog führen, Ich der glaube, dir. dadurch, dass ich die Option habe, ist es nicht. Im Englischen gibt es Loneliness und Solitude. Also es ist nicht typisch, es ist nicht die Einsamkeit, vor der Leute sich fürchten. Das ist mir fehlt im Deutschen das schöne Wort. Vielleicht ein Rückzug, aber keine Einsamkeit. Also der Punkt ist, umso besser wir uns mit anderen koregulieren können, umso besser können wir es auch alleine. Innerlich, ja. Und ja, wie schön. Ja, das ist ein tolles Thema. Ich mag das gerne. Ich möchte auch gerne andere Menschen inspirieren und sicherlich dadurch auch mich selber. Wir sind alle bedürftig. Diese Fantasie von Unabhängigkeit, die ist sehr neu, modern und ich betrachte die wirklich als Störung. Wenn wir uns mit anderen regulieren können, wenn wir gehört und gesehen werden. Also diese Liebe führt dazu, dass wir bereit sind, uns für andere zu opfern. Gar nicht, weil es edel ist, sondern also wir fühlen uns so verbunden. Also wir tun das für uns. Ja, also dann kommen natürlich auch so Ideen wie Zugehörigkeit und Wiedermacht, alles buddhistische. Und auch viele christliche Ideen machen einfach Sinn. Auch neu für mich. Also da kommt die Idee, mein Leben lang habe ich es gescheut und jetzt da ist, ich will mich um meine Eltern kümmern, wenn sie alt sind. Ich bin so dankbar, wie die mich gefüttert und mir zugehört haben. Ich will das zurückgeben. Es ist kein Opfer, es ist so Ausdruck meiner Dankbarkeit. Ja, schön. Ich denke, ich würde es gern da stehen lassen. Ist Find. Ja, mir fällt doch nichts besser. Gerne. Nee, das ist doch ein wundervoller. Ich bin so dankbar und möchte das ausdrücken. Ja, geil. So, dich findet man unter radikaleehrlichkeit.de, nicht wahr? Genau. Das ist das Direkteste. Ich gebe immer wieder zurzeit Online-Intros, wo jeder reinschauen kann. Und auch Online-Kurse. Und natürlich, der klassische Kurs ist der 8-Tage-Kurs, bei dem jeder eine Stunde seine Lebensgeschichte erzählt und wir 8 Tage üben, vollkommen ehrlich zu sein, bis das in jede Zelle geht. Und jeder richtig erlebt und merkt, das beste Gefühl gebe ich mir selber, wenn ich authentisch bin. Und keine Prämie, kein Bonus, kein Geld, niemand anders kann das ausgleichen. Es ist nicht wert, sich für andere zu verbiegen. Nichts ist geiler, als radikal ehrlich zu sein. Ich stelle mir vor, du bist eine gute Marketingmaschine. Ja, geil. Alright, Christoph. Danke dir. Danke dir. Jo. Ciao, Sean. Ciao, Chris.